Herzlich willkommen im Reich der Unschärfe, also ich meine bei dem Ollenberg-Experiment. Ich erzähle Ihnen jetzt mal, warum dieses Adventure eine im Heft nicht ganz so, nennen wir es mal, gute Wertung bekommen hat. Schon wieder einer dieser Albträume. Da, das ist unser Held, Martin Mystère, und das da unten, das winzige Ding, das ist der Button, mit dem wir das Inventory aufrufen. Und zwar jedes Mal muss man das Inventory darüber aufrufen. Nicht sehr praktisch. Aber das Telefon läutet, gehen wir doch einfach mal ran. Jetzt kommen Sie ein tolles Beispiel dafür, wie man Dialoge nicht in Szene setzt. Hallo? Adam? Ja, Collins, wie spät ist es? Es ist schon spät. Du hast lang gebraucht, um dran zu gehen. Ich habe mich ausgeruht. Kann nachts nicht schlafen. Du hast einen meiner Albträume unterbrochen. Schlafstörungen. Nein, Albträume. Er hat doch von Albträumen geredet. Genau wie eben, dass es zu spät wäre. Was ist los? Warum hast du angerufen? Kennst du noch Professor Eulenberg, der für das MIT arbeitet? Ja, ich denke schon. Natürlich kennst du ihn. Auch hier wieder so ein Anschlussfehler. Er hat doch gesagt, dass er den Eulenberg kennt und er tut so, als wenn er ihn nicht kennen würde. Es ist wirklich nicht optimal gelöst, immer den Dialog. Er wurde ermordet. Was? Ihm wurde 3-mal in die Brust geschossen. Du machst Witze. Wo befand er sich? Das ist doch auch nicht die Frage, wo er sich befand, sondern wer hat das getan, oder? Ich meine, die Frage stellt man doch zuerst bei dem Mord. Aber gut, weiter. Warum? Worum geht es hier eigentlich? Adam, es wäre mir wichtig, dass du kommst. Vertrau mir. Ach ja, die Adresse ist Purple Rose Street 4. Das Problem ist, Laura ist nicht da. Und mein Wagen ist in der Werkstatt. Ich komme so schnell ich kann. Sorry, aber zurzeit kann ich dir leider niemanden schicken. Auch das hat er doch nicht gesagt. Er hat doch nicht gesagt, dass er einen Wagen schicken soll, sondern nur, dass er auf seine Freundin wartet und auf sein Auto. Aber gut, wir wollen jetzt das Spiel nicht vorab verurteilen. Gucken wir weiter. Nähern wir uns dem ersten Rätsel. Seine Freundin hat, Hüstel, den Kleiderschrank abgeschlossen, damit er nirgendwo anders hingeht. Jetzt müssen wir den Schlüssel für den Kleiderschrank besorgen. Unfug, man kann die Kuppen auch so aufmachen, aber egal. Er besorgt jetzt den Schlüssel für den Kleiderschrank. Hier, das ist sein Faktotum Yashi, der offensichtlich den Schlüssel hat, aber das wissen wir noch nicht. Es kommt auch ein Beispiel dafür, wie, Multiple-Choice-Gespräche garantiert langweilig wären. Weil ganz egal, was sie ihn fragen, er wird immer mit einem Hümbel, Grümbel irgendwie sowas antworten. Bei sämtlichen Fragen, ich meine, einmal ist das ganz lustig, aber so viele Fragen, die man alle durchgehen kann, das muss doch echt nicht sein. Hier in der Küche. Sag ihm was, darauf kommen wir später zurück. Er durchsucht hier unten den Schrank und da sind lauter Reinigungsmittel, aber er sagt, die braucht er nicht, damit kann er nichts anfangen. Inzwischen haben wir uns etwas besorgt, was wir dem Yashi geben, und zwar eine wertvolle Statue, um den Schlüssel für seinen eigenen Kleiderschrank zu kriegen. Wo ist da die Logik? Ein außergewöhnlicher Briefbeschwer. Apropos Schlüssel, nach diesem völlig redundanten Monolog, den er gerade führt, haben wir jetzt auch noch die Schlüssel für unser Auto bekommen. Und was wird man damit machen? Klar, das Auto aufmachen. Ich zeige Ihnen mal, was passiert, wenn man das versucht. Ich bin spät dran. Gut, Sie endlich wieder zu haben. Tja, nichts passiert. Super. Und was soll man machen? Ein anderes Auto aufmachen? Nein, natürlich nicht. Ich kürze das Ganze mal ab. Man muss einfach das Auto benutzen. Ganz einfach so, ohne Schlüssel. Hier sind wir jetzt endlich auf der Karte und bewegen uns zu Professor Eulenbergs Haus. Und nach dieser reichlich unscharfen Zwischensequenz, aber gut, damit kann man leben, bekommen Sie gleich den Satz zu hören, mit dem man einen Helden niemals, niemals, niemals in eine Szene einführt. Und der lautet: Hier bin ich nun an Professor Eulenbergs Villa. So, hier bin ich nun vor Professor Eulenbergs Villa. Ich, der Held, oder wie? Auch so eine Sache Rätsel. Er bekommt die Waschmaschine nicht auf, weil sie verdreckt ist. Naja. Und da kommen wir jetzt gleich wieder in die Küche zurück, denn plötzlich findet er hier unten einen Haushaltsreiniger, mit dem er die Waschmaschine sauber macht und dann die Waschmaschine noch aufmacht. Nachdem er vorher gesagt hat, da ist nichts. Das ist wirklich nicht sehr schön und nicht sehr logisch. Um das zu benutzen, braucht man ja einen Schutzanzug. Oder hier, das Bild kann er nicht nehmen, weil er behauptet, da könnte ich Fingerabdrücke dran hinterlassen. Aber er hat vorher im gesamten Haus alles Mögliche angepackt. Da war es kein Problem. Also das ist wieder so ein Beispiel für sehr, sehr künstliches Rätseldesign. Hier auch so eine Sache. Er findet oben im Schrank angeblich Töpfe und Pfannen, die Laura da stehen gelassen hat.
Aber die kann er nicht benutzen. Wir müssen nämlich einen Brief über Wasserdampf heiß machen. Nein, er muss unbedingt, naja, den Teekessel nehmen, der hier hinten steht. Ich meine, wenn sie schon den Teekessel haben, dann hätten sie einfach oben im Schrank nichts drin haben können. Aber das überbleibt wohl den Entwicklern, warum sie das so gemacht haben. So, und schwupps geht es auf nach Mexiko. Das Spiel weitergeht. Es wird hinterher ein bisschen spannender an ein, zwei Stellen. Die möchte ich Ihnen gar nicht verraten. Sie sollen ja noch Freude an dem Spiel haben. Aber es bleibt wirklich sehr, sehr häufig sehr redundante Dialoge und wirklich nicht spannende Rätsel. Naja, das Eulenberg-Experiment ist schon ziemlich daneben gegangen, was da so an Designmengen drin steckt. Dabei sieht es gar nicht mal so hässlich aus, aber ehrlich gesagt, ich habe es jetzt durchgespielt und nochmal würde ich mir das nicht antun.